Was können wir da raufnehmen? Oh, guckt mal, wir können sogar sowas machen. 20% Schaden mit der Fähigkeit Raubtierschuss, verwüster Schuss, überrennen, eiliges Attentat, 15% Feuerschaden und Wirkung, 40% Schaden bei Angriffen von hinten, 50% Schaden und 100% Gesundheit für gezähmte Tiere. Nee, will ich nicht. 20% Schaden mit der Fähigkeit aufgeladener schwerer Angriff. Das ist ja mal interessant. 20% Schaden mit der Fähigkeit eiliges Attentat. Wie heißt denn die Fähigkeit mit dem Schuss? Ist das der Raubtierschuss? Ich glaube ja. Erlaubt Atmen unter Wasser. 40% Fernkampfschaden bei Angriffen von oben. Nee. Warte, jetzt muss ich erstmal gucken, wie die Fähigkeit hieß. Inventar, Fähigkeiten. Raubtierschuss. Ja, das nehmen wir. Zieh dich in Ruhe um. Gravieren. Bogen. Und Raubtierschuss. Was? The Midas Touch? Erfolg freigeschaltet. Juhu. Damit haben wir den Bogen jetzt auch graviert und der Raubtierschuss ist 20% stärker. Der ist ja so schon ziemlich stark und kann manche Leute mit einem Schuss erlegen. Aber jetzt macht er vielleicht sogar Elite mit einem Schuss tot. Mal gucken. 20% ist eine Menge. So, hier kommen wir erstmal zu einem weiteren Lagerhaus. Ach, das wird ja lustig. Lustig, lustig, tralalala. Na, geht aber. Hier sind bloß sehr viele Wachen, die wir aber super tot kriegen. Geh woanders hin. Halt's Maul. Guck mal, wie gut das geht. Und er hat sogar sein Schild verloren. Wunderbar. Du bleibst bitte, wo du bist. Brauch dich nämlich noch für später. So, jetzt kannst du sterben. Und sorgst dafür, dass die Attentäter, die Söldner, alle wieder weg sind. Danke sehr. So, abfackeln. Schätze mitnehmen. Ich will ihn nicht aufheben, was soll ich mit ihm? Tschüss. So ist gut, wir sind durch. Das nehmen wir noch mit. Dann kommen wir zum nächsten Fragezeichen. 100 Meter entfernt. Da drüben scheint irgendwas nicht zu stimmen. Komm nicht wieder, ich will dich nicht schlagen. Idioten, ich komme wieder. Ihr könnt mich nicht ewig fernhalten. Ich finde einen Weg hinein. Du siehst stark aus. Kannst du mir helfen? Kommt darauf an, was du brauchst. Information. Mein Bruder Solon ist schon seit Wochen verschwunden. Niemand hört mich an. Sie sagen, er sei weggelaufen, aber er würde mich nie allein lassen. Niemals. Er weiß, ich hasse es, allein zu sein. Wie auch immer, zuletzt wurde er in dieser Schule gesehen. Ich wette, sie hat irgendwas mit seinem Verschwinden zu tun. Bitte, kannst du mir helfen und herausfinden, was mit ihm passiert ist? Aber natürlich. Ich sehe, was ich herausfinden kann. Du bist netter, als du aussiehst. Danke. Danke mir nicht zu früh. Meine Hilfe ist nicht ganz billig. Was? Du würdest von einem Kind Geld verlangen? Das ist nicht nötig. Alles hat seinen Preis. Ich schätze, wir könnten uns einigen. Ich habe nicht viel, aber ich würde dir alles geben, was ich habe. Das wird reichen. Ich glaube, der Gymnast könnte etwas über sein Verschwinden wissen. Aber pass auf, es heißt nämlich, er könne eine Chimäre mit seinen bloßen Händen besiegen. Oder hieß es, er sieht aus wie eine Chimäre bloß mit Händen? Jedenfalls solltest du lieber keinen Streit mit ihm suchen. Ich suche keinen Streit. Meistens findet er mich. Okay. Ich finde heraus. Bitte be- bla bla bla. Vielleicht hatte Mikos ja recht. Hier geht irgendwas vor sich. Der Sache gehe ich auf den Grund. Ja, hier ist das Gymnasium. Da müssen wir so oder so rein. Uns werden sie reinlassen. Das ist noch ein Tempel, den wir uns näher angucken. Da ist auch noch ein Haus. Da müssten wir eigentlich alle Fragezeichen soweit durch haben. Sehr schön. So, gucken wir uns jetzt hier erstmal in Ruhe um. Hier soll es einen Schatz geben.
einen einzigen. Das wird wahrscheinlich der da sein. Oder? Ja, gut. Holen wir uns. Dann ist dieser Ort schon mal abgehandelt. Wunderbar. Eine Sache weniger auf unserer Liste. So, dann können wir uns unterhalten. Falls du dich in meiner Schule anmelden willst, kommst du mindestens 10 Jahre zu spät. Schade. Du musst der Gymnast dieser Athleten sein. Hast du noch nie von mir gehört? Ich bin Eutymos, Lehrmeister der Olympioniken. Unter meiner Aufsicht erringen meine Schüler Siege ebenso leicht, wie Theogenes die Bronzestatue von Thasos in Besitz genommen hat. Jeder hat von mir gehört. Ich habe noch nie von dir gehört. Ich habe Gerüchte gehört. Wer? Ich habe deinen Namen noch nie zuvor gehört. Dann musst du ziemlich taub sein. Ich habe auch etwas anderes gehört. Vor allem, dass deine Schüler dazu neigen, zu verschwinden. Verschwinden? Unsinn! Meine Schüler sind Sieger. Sie stürzen sich ständig in Abenteuer. Unter meinen Fittichen steigen sie empor wie ein heißblütiger Pegasus. Erinnerst du dich an einen Schüler mit dem Namen Solon? Glaubst du, du kannst einfach so in meine Schule stürmen und Antworten von mir verlangen wie ein vorlauter Sklave? Dann wirst du bald wie einer ausgeweidet. Ich weide dich aus. Ich will nur antworten. Sag mir, ob deine Schule mit den verschwundenen Athleten in Verbindung steht. Verbindung? Unsinn. Hier gibt es nur Blut, Schweiß und Muskeln. Das Einzige, was hier verschwindet, sind die Schwächen in Herz und Körper. Warum stellen wir unser Können nicht auf die Probe? Ich will meine Zeit und mein Können nicht an einen niemand wie dich vergeuden. Klingt nach einem Rückzieher. So kriegst du mich auch nicht rum. Warte, du kommst mir bekannt vor. Ich erkenne dich. Du warst bei den Spielen. Du hast gewonnen, ich bin mir ganz sicher. Ich bin ein Olympiasieger. Ich bin kein Olympiasieger. Natürlich bin ich ein Olympiasieger. Ein mehrfacher sogar. Das glaube ich nicht. Ich wusste es. Es muss sich toll anfühlen zu gewinnen. Sag uns, was wir tun müssen, um auch Sieger zu werden. Eine Siegerpose, viel Übung und gute Ernährung. Hingabe. Ein wahrer Sieger muss vor jedem Wettkampf das Siegermahl essen. Davon habe ich nie gehört. Was soll das sein? 1 Dutzend Schüsseln mit Delikatessen von Schaf und Büffel. Es verleiht einem unendliche Ausdauer und die Stärke des Herakles. Lügen! Hört nicht auf diesen Lügner! Das kannst du nicht beweisen. Doch, ich kann. Denn ich habe es probiert. Davon bekommt man nichts als Magenschmerzen. Du bist kein Sieger. Bereite dich auf eine Niederlage vor. Na endlich kämpfen wir mal. Schlag nicht zu hart zu. Der Söldner könnte keinen. Okay, wenn das alles ist, dann werden wir gleich gewonnen haben. Zu einfach. Mal sehen, ob du damit klarkommst. Seid nett, meine Schüler. Achso, ich muss jetzt also hier im Ring bleiben. Und erstmal alle besiegen. Ja, Alexios, was soll das? Also, manchmal bin ich echt enttäuscht, was du hier abziehst. Echt nicht schön. Ja, dann tu mir doch weh. So. Der Lehrer jetzt? Nicht schlecht. Selbst meine besten Schüler können sich nicht mit dir messen. Das Aufwärmen ist vorbei. So viel Feuer! Na komm, wenn du dich traust.
tritt wie ein echter Krieger auf unserem Kampfplatz gegen mich an. Ich pass auch auf, dass ich nicht zu viele Knochen breche. Meine treuen Schüler! Dieser Söldling hat den Nerv, mich herauszufordern, den großen Eutymos, in meiner, unserer Schule. Das ist deine letzte Chance, Söldner. Du kannst es beenden, indem du einfach weggehst. Bist du langsam fertig? Ha, wir werden sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ha? Wir kämpfen wie echte Krieger. Okay. So, und schon bist du tot. Ein Kinderspiel. Du forderst mich heraus. Spüre die rohe Kraft meiner Schüler. Unsere Lehrer besiegst du nicht. Meine Mutter schlägt hart dazu. Ich habe euren Lehrer schon besiegt. Und du wirst also ein Sieger sein. Meine Schüler, mein Stolz. Seid ihr mir treu ergeben? So ist gut. So muss das sein. Immer schön beide auf einmal. Also ich sehe hier überhaupt keine Probleme. Das ist wirklich nur ein riesiger Schnacker. Mehr ist er nicht. Ist ja sehr niedlich, wie die versuchen, gegen mich zu kämpfen, den großen Alexios. Und tschüss. Gewonnen. Alle jubeln für mich. Schon gut. Schon gut. Ich ergebe mich. Du hast meinen Ruf ruiniert. Wie sollen meine Schüler jetzt noch von mir lernen? Dein Stolz hat dich ruiniert. Ich kann nichts dafür. Schön. Du gewinnst. Du bist würdig. Ich sage dir, was ich weiß. Der Unterhalt einer solchen Schule ist kostspielig. Doch wir erhalten eine Menge Drachmen von einem reichen Gönner. Er kommt dann und wann, stinkt nach Wein und wird meist von zwielichtigen Männern begleitet. Ich schätze, sie kommen nicht hierher, um die Sportstätten zu bewundern. Sie interessieren sich für die besten Athleten. Jene, die außerordentliches Geschick und Können beweisen. Sie sehen sie sich genau an. Solon war einer von ihnen. Ja, er war einer meiner besten Schüler. Zusammen mit einem anderen namens Neleus. Sie waren gute Freunde und gute Athleten. Kurz nachdem die Männer hier waren, kamen sie nicht mehr zur Schule. Ich sorgte mich, dass ihnen etwas zugestoßen sei. Und doch tust du nichts, selbst wenn du ganz genau weißt, dass etwas nicht richtig ist? Dieser Mann hat mächtige Verbündete und viel Einfluss. Ich wollte etwas tun. Ich stellte Fragen. Doch mir wurde gesagt, dass ich zu meinem eigenen Wohl und dem der Schüler schweigen soll. So ungern ich es zugebe, ich bin machtlos. Okay, sei lieber vorsichtig, steh für dich selbst ein. Ein starker Mann wie du sollte keine Befehle von einem Trinker annehmen. Du hast recht. Ich war schon viel zu lange schwach. Danke, Söldner. Vielleicht kann ich an anderen Stärken arbeiten. Ich hab alles gehört. Wie kannst du mit ansehen, wie deine Schüler entführt werden? Und das alles für Drachmen? Wie bist du hier reingekommen? Ist das deine Tochter? Männer wie du sind das Letzte. Man kann euch nicht trauen. Man kann niemandem mehr trauen. Dann werde ich eben meinen Bruder retten. Dein Bruder? Bei Zeus. Was habe ich getan? Solon und andere sind verschwunden. Ich verstecke mich nicht mehr. Vielleicht sollte Neleus der Nächste sein. Mikos muss davon erfahren. Was? Er will sich jetzt auch so verhalten? Habe ich das gerade richtig verstanden? Läuft er jetzt los und tötet alle, oder wie? Wo ist er hin? Abgehauen. Nun gut, dann ist das halt so. Dann laufen wir jetzt ein bisschen weiter durch die Gegend. Wahrscheinlich werden wir die kleine Puppy gleich wieder sehen. Wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Fragezeichen. Das ist nicht allzu weit weg, Gott sei Dank.
Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz auf die Karte. Haben wir alles bisher gefunden? Ja, haben wir. Zumindest in der Stadt, obwohl es hier noch ein Fragezeichen gibt, an dem ich fast vorbeigelaufen wäre. Das soll natürlich nicht passieren. Aus dem Weg. So, hier gibt es Wachen, hier gibt es eine Kiste. Aber keine Befehlshaber, alles ist gut. Tempel des Herakles. Ich lasse mich lieber nicht sehen. So, das haben wir. Wo ist denn hier die Kiste? Ach, da. So, dann können wir jetzt abhauen. Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur noch die Kiste und schon bin ich wieder weg. Aus dem Weg. Dankeschön. Und wieder weg. Glorreiches Weingut. Es gibt hier drei Silos zu zerstören. Da nehmen wir Phobos. Reiten einmal durch die Gegend. Wir sehen ja die Silos. Wir sind ja nicht blind. Sind ja relativ groß. Mit dir rede ich später. Nummer 1. Nummer 2. Ah, und Nummer 3. Guti, geschafft. Jetzt können wir mit dir reden. Super. Hallo. Lange Nacht? Viel zu lang. Ich muss es abschütteln und mich vorbereiten, um Neleus zu besiegen und auf der Siegeswelle reiten bis zu den Olymp... Wem mache ich was vor? Vielleicht tauge ich nicht für dieses olympische Zeug. Du bist Aietes, nehme ich an. Mikos schickt mich. Neleus. Neleus? Was denn? Hat er wieder einen Rekord gebrochen? Ah, jetzt verstehe ich. Das sind die... Ah, die Leute sind alle hier in diesem Gymnasium, um zu trainieren und bekommen wahrscheinlich Steroide. Ja, die machen alle Doping. Nein, hat er nicht. Er ist ins Bett gefesselt. Oh, also wieder eine komplett durchzechte Nacht, hä? Huh? Dann müsste es eine harte Nacht gewesen sein. Hä? Huh? Neleus ist krank geworden. Mikos schickt mich, weil du der Letzte warst, der ihn gesund gesehen hat. Es ging ihm gut, als er zu Kapos Haus ging, für seine übliche... Dosis Hedonismus. Aber ich verließ das Fest ohne ihn. Und hab ihn seitdem nicht gesehen. Dann muss auf dem Fest irgendwas passiert sein. Besuche Kapos in seinem Haus auf dem Hügel. Er wird wissen, was mit Neleus passiert ist. Aber er lebt sehr zurückgezogen. Du musst seine Aufmerksamkeit erregen. Wenn du etwas von seinem kostbaren Wein zerstörst, der mich immer so betrunken macht, lockt ihn das sicher raus. Danke, Aietes. Ich sehe mir das an. Tja, ich fange besser mal an. Sonst schließe ich nie zu Neleus und den anderen auf.